Kommen wir doch mal zu bevorteilteren Menschen in der Welt. Oh. Ich habe am Wochenende Schlag den Star gesehen. Oh, ja? Das war schrecklich. Es war so schrecklich zuzusehen, wie zwei Menschen gegeneinander antreten, denen 100.000 Euro scheißegal ist. Das war krass. Die Körpersprache, das hat ihn scheiß interessiert. Die haben, ach, Lena denn zwischendurch, ich weiß nicht, ich glaube, beim Hirn oder kassiert, ja, die brauchen nur noch die andere Lena Gerke, die brauchen nur noch einen Punkt, aber ich drücke einfach mal irgendwas, weil es mir ja scheißegal ist, ob ich hier 100.000 Euro gewinne. So, oder so, Alter. Ich bin Fernsehstar, ich bin erfolgreicher, millionenfacher YouTuber, ich bin Influencer, aber darf bloß keiner sagen, dass ich Influencer bin, dann kriegt Elton auf die Fresse, als er das gesagt hat. Ja, das war krass. Und mir sind 100.000 Euro scheißegal. Also was mich am meisten gestresst hat, war, dass die auch so unfassbar dämlich waren. Ja? Also wenn du den, die haben den Spiel erklärt, sie mussten es 10-mal erklären. Heavy, mit dem Golfschläger muss ich den Ball dagegen schlagen? Nee, du musst mit dem Golfschläger hältst du in der Hand und trittst ihn gegen die Wand. Genau. Also ich meine, was sind das für Fragen gewesen? Genau. Einfach unglaublich. Ja? Ich meine, Lena Gerke sieht wenigstens geil aus. Ja. Da kann ich wenigstens nicht sagen. So, ja? Aber Lena, ey, die ist einfach nur Stulle. Wenn du relativ schnell Erfolg hattest und nie gestruggelt hast, weißt du, wenn du nie für irgendwas kämpfen musstest und du bist einfach so steinreich, dann verlierst du, glaube ich, die Relation zur Welt. Das ist dasselbe mit den ganzen YouTubern, ne? Also nicht, dass wir hier gerade nicht selbst auf YouTube sind. Ja. Ja? Und die ganzen YouTuber, die von heute auf morgen Millionen machen, oh, ich bin so real, ich bin so authentisch und hey, ihr Süßen da draußen, ich hab euch lieb. Ja. Und hör auf, Mann, hör auf. Kein Mensch hat irgendwen da lieb, Mann. Da geht's nur noch ums Geld. Und dann bringen die Songs raus, ja, wo jeder normale Mensch sagen würde, ey, wo deine Familie dir sagen würde, wo ich dir sagen würde, Andi, ohne Scheiß kannst du nicht machen. Du kannst nicht singen, entschuldige. Ja. Und das aber, Lied ist scheiße. Aber wir würden damit 200.000 Euro verdienen. Dann machen wir das. Genau das ist doch der Hintergrund. So. Und klickt ja alle auf diesen Amazon-Link, ja. Ich habe mir nämlich diese Michael Kors-Uhr gekauft. Eigentlich habe ich 10 geschenkt bekommen, aber ihr kauft die und wenn ihr über diesen Link geht, kriege ich da auch nochmal Geld dran. Hey du, es ist vollkommen legitim, Geld zu verdienen, ja? Weil es ist Arbeit, es ist wahnsinnig viel Aufwand, YouTube zu betreiben. Aber so wie du dann anfängst, ey, also wie wir anfangen, verlogen zu werden und das nicht mehr wirklich so das Kind beim Namen zu nennen, zu sagen, hey Leute, wenn ihr uns hier unterstützt, dann wissen wir das zu schätzen. Ehrlich gesagt, brauchen wir das auch ein Stück weit. Aber wenn wir anfangen zu sagen, meine dritte Villa auf Mallorca, der Gärtner, ja, der will eine 5-Euro-Erhöhung haben. Und ich sage aber, ich hab euch so lieb, könnt ihr mir 5 Euro... Dann ist einfach scheiße, Mann. Ja, aber so Stars generell, weißt du? Es gibt doch wirklich Stars, die siehst du in der Werbung, die siehst du in Shows, die siehst du in Serien oder so. Und du siehst den an. Ihr seid schlechte, schlechte Menschen, ja? Die sind dann in jeder Reality-Show drin und vögeln sich durch die Weltgeschichte, koksen bis zum geht nicht mehr alle und machen damit aber so Haufen Kohle, ja? Warum kriegen die überhaupt noch diese Plattform, überhaupt gesehen zu werden? Warum sagt man nicht, nö, jahrelang nichts gemacht, quasi außer gevögelt und gekokst, über diese Menschen berichten wir nicht mehr. Nee, wollen die Leute das sehen? Nee, wollen ich, will, das sehen? Ich will sehen, dass Willi Herren zum 1000. Mal rückfällig geworden ist. Ich will es sehen. Ach, er wiegt wieder 180 Kilo? Ja, schade, tut mir leid. Kokst doch noch mal eine Runde, Willi. Nein, nur wie ein Fröhlich, ja? Es tut mir alles so leid und ich bin weg. Gewinnt der Promi Big Brother? Was macht er als erstes mit dem Geld? Dieselbe Scheiße. Ja. So, und dann wieder RTL. Oh, er ist wieder rückfällig geworden. Ja. Der Arme. Und dann steht er da und sagt, ja, jetzt weiß ich aber, dass mir das nie wieder passieren wird. Ich lerne aus meinen Fehlern. Sagt die RTL-Reporterin, wir könnten hier einen Schnelltest Drogen machen. Nee. Wieso denn nicht? Ich dachte, du bist jetzt clean. Du könntest hiermit beweisen, dass du clean bist. Ja. Nee. Ich mache ja auch nicht alles im Fernsehen. Nee. Ich mache nicht alles im Fernsehen. Nee. Entschuldige, aber wenn du jetzt ein Jahr lang ein richtiger Motherfucker zu mir bist, ja. Irgendwann, finde ich, darf ich dich fallen lassen. Ja. Oder? Und umgekehrt nicht, aber so schon. Weißt du, gestern, ich gehe schön essen mit meiner Freundin so, bestell mir natürlich nur
Schweinchensachen. Also wo du weißt, so ja, ist ungesund, schmeckt aber richtig geil. So, in dem Zusammenhang, warum schmecken ungesunde Sachen einfach geiler? Warum schmecken ungesunde Sachen geiler? Warum schmeckt ein Salat nicht wie Pommes mit Mayo? Warum gibt es das nicht? Warum werden nicht alle Ressourcen dafür verwendet, sowas zu erfinden? Ein Salat, der wie Pommes mit Mayo schmeckt. Ja? Warum, was soll das? Wen interessiert alternative Energien? Pommes mit Mayo-Salat soll es geben. Alter, was soll die Scheiße so? Das kann ich nicht ab, wa? Warum gibt es eigentlich den Jojo-Effekt, Alter? Was soll das? Ich nehme schnell ab. Warum nehme ich nicht schneller ab, als ich zunehme? Warum, oh, Gott? Ich habe jetzt 10 Kilo zugenommen, habe ich 2 Tage nicht gegessen und auf einmal habe ich 12 Kilo abgenommen. Ja, dieser verdammte Jojo-Effekt. Ich bin schon wieder viel dünner als vorher. Ja, oh, so eine Scheiße. Ja, warum ist es so andersrum? Ja. Was soll das? Ja, ist wirklich wahr, ja. Weißt du, wenn du krank bist, ja, rufst du beim Arzt an und sagst, ja, ich würde gerne vorbeikommen. Ja, haben Sie einen Termin? Ja, ich habe einen Termin. Ich habe gestern gewusst, dass ich heute Schnupfen habe. Deswegen habe ich gestern einen Termin gemacht oder vor einer Woche, weil ich wusste, dass ich jetzt spontan krank werde. Bei mir läuft die Nase raus. Ich glaube, ich krepiere in den nächsten 2 Stunden. Ja, nächste Woche am Freitag. Ja, nächste Woche am Freitag. Geil, da werde ich wahrscheinlich von alleine gesund. So. Ich will jetzt gesund sein. Pass auf, dann hast du einen Termin und meinst du, du kommst um die Uhrzeit dran? Nee, dann sagst du so, ja, so um 10. Ich gehe um 10 hin. Setz dich rein, Wartezimmer übertrieben voll, wartest 2 Stunden. Ja. Was soll die Scheiße? Wozu dann Termin? Ja. Wozu dann Termin? Dann hätte ich auch irgendwie so in die akute Sprechstunde kommen können. Genau. So, nein. Genau. Es musste der Termin sein. Genau. Fuck you. Noch geiler. Wenn du irgendwer. O2 ist da ganz stark und Tele. Fucking Arschloch. Hurensöhne Tele Columbus, ja? Ich hasse Tele Columbus. Wenn dir irgendwer von Tele Columbus so gut. Hör auf uns zu abonnieren, geh weg. Geh weg! Du hast bei Tele Columbus permanent Internetprobleme. Permanent. Ja. Dann rufst du da an, ja? Wollen Sie das? Drücken Sie 1 bis zu Nummer 10. Drücken Sie Nummer... Du kannst auch nicht, wenn du gehört hast, ach, es war Nummer 1, drückst du die 1. Nein, du musst bis Nummer 10 zuhören. Ja. Dann bist du 10 Minuten in der Warteschleife und dann kommt das Geilste. Dann... Leider haben wir noch immer keinen Platz für Sie. Wir wollen Sie nicht länger warten lassen. Bitte versuchen Sie es mal anders. Piep, 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 piep. Alter. What the fuck, Alter? Ich habe 20 Minuten in dieser scheiß Warteschleife gesessen, um mit jemandem zu sprechen. Und dann legen die quasi bei dir auf. Und wenn du dann das Glück hast, jemanden ans Telefon zu kriegen nach 19 Minuten... Und du sagst, dann gibt es ultraprofessionelle. Ja, nur. Ach, Sie haben Internetprobleme. Haben Sie denn schon mal Ihr Modem vom Stecker getestet? Nein, Alter, da bin ich doch gar nicht drauf gekommen. Den kann man vom Stecker ziehen? Was? Haben Sie denn schon mal versucht, den auch 5 Sekunden vom Strom zu lassen? Nee, ich mache immer. Nee. Zack. Ja, so, dass der Blitz noch von der Steckdose an dem Metall dran ist. Genau. So trenne ich das vom Stecker. Genau. Wir haben hier im Internet einen Lösungsansatz. Punkt 1, haben Sie schon das Modem resettet? Ja. Punkt 2, haben Sie die neuen Daten eingegeben? Ich habe keine neuen Daten. Gut, Punkt 3. So, gehst du durch bis zu... Benutzen Sie Originalverkabelung. Nee, ich habe eins vom Schrottplatz gekauft. Ja, genau. Und nicht das, was mitgeliefert wurde. So, dann bist du bei Punkt 10 und dann sagst du, habe ich alles schon gemacht. Und das Geile ist, wenn du einfach sagst, ich sag ja dann mittlerweile schon immer, wir brauchen die Punkte gar nicht durcharbeiten, ich habe das alles schon gemacht. Ich komme aber am Computer nicht weiter, wenn ich die Punkte nicht mit Ihnen durcharbeite. Klicken Sie einfach auf Weiter, ich habe das alles gemacht. Dann bist du bei Punkt 10 und dann sagt er dir, ja... Da kann ich ein Ticket aufnehmen, da meldet sich dann innerhalb der nächsten 7 Tage jemand bei Ihnen. Ja, ein Techniker. Und dann rufst du nach 7 Tagen an, ja, sollte sich jemand bei Ihnen melden. Ja, ein Techniker war bei Ihnen zu Hause und der musste Sie gar nicht vor Ort antreffen, der war unten an der Buchse dran, der hat da was gemacht. Ja, hat er? Warum geht das denn immer noch nicht? Ich stell Sie mal durch. Nein! Ey, und generell, Alter, es geht mir auch auf den Sack. Wenn ich Auto fahre, hasse ich alle anderen Verkehrsteilnehmer, ja? Nicht nur die Autofahrer, Fahrradfahrer, Motorradfahrer, Fußgänger. Laufen alle rücksichtslos rum. Kommt mir vor, als ob wissen die nicht, dass auch Menschen überfahren werden, dass Menschen sterben können im Straßenverkehr. Wissen sie einfach nicht. Sie fahren kreuz und quer, laufen über Rot und machen absolute Scheiße, ja? Wieder andersrum, wenn ich Fahrrad fahre, denke ich mir, sind alle Autofahrer Missgeburten, die überhaupt nichts checken, ja? Und das ist, ich muss dir leider sagen, sind auch immer die Fetten, die nichts raffen, Alter, weil sie selber kein Fahrrad fahren. Die fahren dann so um die Ecke. Oh! Motorradfahrer genauso. Regen sich die ganze Zeit auf, so, ja, die Leitplanken, wir wickeln uns da mal unten drunter rum, dass wir aussehen wie 5 Kilo gehackt ist, ja? Das kann nicht sein. So, fahren aber wie die letzten Missgeburten. Fahren immer zu schnell. Es gibt keinen Motorradfahrer, der normal fährt, Alter. Es gibt einfach mal ein... Es muss auch jeder Ampel ein Kickstart sein, ja? Hast du das gesehen? Hund hat geschissen, hat er nicht aufgesammelt. Diese Hundebesitzer, die Scheiße von ihren Kötern nicht aufsammeln, ja, da könnte ich ausflippen.
hast, ja. Stell dir mal vor, du wohnst da, ja, wo der Hund gerade geschissen hat und dann wachst du morgens auf und dann hast du direkt schön die Note vom Hundeschiss drin, ja. Ja, weil der Typ die Hundescheiße nicht aufsammelt. Die Typen kannst du direkt in eine Schublade stecken mit dem verkackten DHL-Boten, der gar nicht bei dir klingelt, sondern einfach nur den Zettel reinwirft. Ja. So. Neulich habe ich eine Kommode, ja, eine Kommode bestellt, weil ich gesagt habe, nö, ich habe kein Auto, ich habe keinen Bock, diese Kommode durch ganz Berlin zu schleppen. Ja. Bestellst du die extra, ja. Du zahlst irgendwie 7 Euro Liefergebühren, ja, dann bist du extra, ja. Weil es gibt ja heutzutage E-Mails. Heute kommt übrigens ihr Paket, du bist ja. Extra den ganzen Tag zu Hause. Du wartest den ganzen Tag, gehst dann abends irgendwann in dein E-Mail-Postfach, dann steht da drin, der Postbote konnte sie leider nicht auffinden, wir haben Fuck das dann. You, Alter. Er wollte mal. Es nicht. Er hatte keinen Bock, ja. Und ich habe noch nicht mal, und jetzt kommt, ich habe noch nicht mal einen Zettel im Briefkasten. Ja. Was heißt, er war noch nicht mal im Haus drin, Mann. Fuck you hat er gemacht, Alter. Er hat nicht mal geklingelt, der hat gar nichts, der hat es einfach dahin gebracht. Genau so, und dann kriegst du irgendwann Post, wo drin steht, so, ja, ihr Paket wurde zurückgeschickt, weil sie es nicht abgeholt genau, haben genau. Oder sowas. Nein, Leute, wir müssen euch allen wieder klar machen, dass es cool ist, freundlich zu sein, dass ja. Es cool ist, Rücksicht ja, richtig, zu nehmen und füreinander da Amen, zu sein. Amen, Bruder, Amen. Ja, Amen. Ja, so ist es nun mal, Alter. Unglaublich, Mann. Ja, aber der Bodensatz der Gesellschaft sind einfach auch die Leute, weißt du, die gar nichts dagegen tun. Die einfach nur dumm in der Gegend rumfahren und sich ständig über irgendwelche Belanglosigkeiten aufregen und aber nichts an der ganzen Situation ja. Verändern. Ja? Richtige Wichser. Den ganzen Tag durch Berlin mit dem Auto fahren, die Umwelt verschmutzen ja. Und nur eine große Fresse haben. Eine große Fresse haben, nichts zu verändern ja. Und im Prinzip genauso unnütz sind wie die ja. Ganzen anderen Schweine. Affen alles. Hey Leute, und haben wir euch aus der Seele gesprochen, dann kommentiert doch unter dem YouTube-Video, was euch am meisten abstresst und gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Dann könnt ihr so richtig auch mit abrennen. Spürst du das auch? Außer Plan. In meinem Kopf ist eine Achterbahn. Bin ich aufgehoben, bin mehr Kraft mehr. Bin noch du und ich und ein Licht am Meer. Nicht da mehr. Gefühle außer Plan. Wie in der Achterbahn. Gefühle außer Plan. Wie in der Achterbahn.